Und dann, das wird Ihnen nicht entgangen sein, und dann ist diese Woche dem Scheuer Andi, dem Generalsekretär der CSU, noch ein ganz ein doofer Satz rausgerutscht über Senegalesen. Ah, blöd, blöd. Und dann schneidet er noch irgend so einen Arsch vom Radio mit. Wirklich Stasi-Methoden in dem Land. Das Schlimmste ist ein fußballspielender, ministrierender Senegalese, der über 3 Jahre da ist, weil den wirst du nie wieder abschieben. Die sind das Schlimmste. Die Senegalesen. Ne? Ministrierende Senegalesen aus deiner Umgebung wollen mit dir Fußball spielen. Schieb sie ab. Riesenaufregung diese Woche. Der muss zurücktreten, der Scheuer. Statt einfach mal zu sagen, danke, Andi. Serda Somuncu sagt einfach mal danke. Lieber Andi, egal was die anderen sagen, mit diesem Weißwurststrauß sage ich merci, dass es dich gibt. Bis neulich wusste ich ehrlich gesagt gar nicht, was du beruflich machst. Du warst halt dieser geleckte Klassensprecher, der bei wirklich jedem Interview hinter Seehofer steht. Sieht immer so aus, als wächst dem Horster ein Furunkel aus der Schulter. Du warst allenfalls der verrückte Jungspund der CSU, der sogar auf dem Rollbrett eine exzellente Figur macht. Aber jetzt, nach all den Jahren, weiß ich endlich, wofür du gut bist, Andi. Du bist der Typ, der aus Versehen die Wahrheit raushaut. Die CSU will keine integrierten Flüchtlinge. Die will gar keine Flüchtlinge. Überleg mal, da wird so ein Senegalese freiwillig Ministrant, obwohl er dann jeden Sonntag dem Pfarrer die alte Taufkerze polieren muss. Mehr Anpassung geht ja wohl gar nicht. Trotzdem, weg damit. Und statt dem Scheuer dankbar zu sein für diesen erfrischend ehrlichen Einblick in die tiefschwarze Seele der CSU, hacken jetzt alle rum auf den Mann. Meine Fresse, er hat seinen Senegalesenspruch doch wasserdicht erklärt. Ja, diese Überspitzung war klar und deutlich gekennzeichnet. Ich habe vorangestellt den Satz, entschuldigen Sie die Sprache. Wissen viele gar nicht. Wenn man vorher sagt, entschuldigen Sie die Sprache, darf man alles sagen. Entschuldige die Sprache, Schatz, aber deine Frisur sieht echt scheiße aus. Stirb doch einfach, du hässliche Schlampe. Überspitzt gesagt, wer kann da böse sein? Zum Glück hat der Ministerpräsident überhaupt kein Problem mit Sprüchen über fußballspielende Messdiener aus dem Senegal. Nein. Ich kenne sie ja auch nur aus der Presse. Scheint da Missverständnis vorzulegen. Ich kann aus den Äußerungen des Generalsekretärs nicht entnehmen, dass er sich gegen die Kirchen oder gegen die Sportvereine gewandt hat. Eben. Das ging gar nicht gegen Vereine oder die Kirche. Das ging ausschließlich gegen die Neger. Ehrlich, Andreas Scheuer ist ab sofort mein Idol. Deswegen gründe ich hiermit den ersten Fanclub. Jedes Mitglied kriegt diesen kostenlosen Papp-Andi zum über die Schulter gucken. Plus, ich muss verrückt sein, unser offizielles Club-T-Shirt. Bescheuert und stolz drauf. Danke, Andi. Serda Somuncu sagt einfach mal Danke. Serda Somuncu bedankt sich einfach mal. Die Zeit kann man sich nehmen.